Jeder ist, wie er ist, und all die Schuhbänder, die nicht aufgehen. O Gerumpel der Morgengedanken, das Singen meiner Mutter hat verhindert, dass ich Sänger wurde. Ich störe, aber ich möchte nicht stören. Ich liebe zu wenig, es ist keine Schande zu atmen. Grün war schon lang nicht mehr, vor lauter Schauen sehe ich nichts mehr. Herzlich willkommen zum ZDF-Nachtstudio. Das war ein Selbstgespräch des Autors, der aufgehört hat zu schreiben, im neuen Buch von Peter Handke, Die moravische Nacht. Herzlich willkommen hier aus Paris. Wir sind diesmal nicht in Berlin an unserem heimischen Kamin, sondern wir sind zu unserem einzigen Gast hier nach Paris gereist, zu Peter Handke. Und ich freue mich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Herr Handke, dieses Zitat, das ich aus Ihrem Buch gelesen habe, sagt der aufgehörte Schriftsteller, der nicht mehr schreiben will. Inwieweit können Sie sich damit identifizieren? Als ich Ihnen gerade zugehört habe, dachte ich, das könnte auch von Ihnen sein. Das ist nicht nur, sonst wäre es ja keine Literatur, wenn es nur von mir wäre. Es sind jedermann Selbstgespräche, wo einer, der mit sich selber spricht, immerhin so trainiert ist, weil er mal Schriftsteller war, dass er sich selber belauscht dabei. Sie sagen auch jetzt, dass er mal Schriftsteller war. Diese moravische Nacht handelt ja von einer einzigen Nacht, in der der Schriftsteller erzählt, wie er durch Europa wandert, reist, sich erinnert. Er hat 7 Freunde eingeladen auf ein Schiff, das die moravische Nacht heißt. Und Sie sagen, ein aufgehörter Schriftsteller, wollen Sie auch aufhören oder ist das nur sozusagen eine Figur, die Sie erfunden haben? Völlig richtig, was Sie zuletzt gesagt haben. Das ist eine Art tiefes Gedankenspiel, das ich mit mir selber angestellt habe. Wie wäre es, mich projiziert in die Zukunft, sagen wir 10 Jahre später, ohne dass ich allerdings gealtert wäre. Mhm. Und ich wäre kein Schriftsteller mehr. Das war meine Vorstellung in der Zukunft. 2015 spielt das Ganze. Sagen wir mal, ja. Die Kriege sind schon lange vorbei auf dem Balkan, so länger als sie jetzt vorbei sind. Und es ist eine Art Friede eingekehrt, der vielleicht nicht ganz fruchtbar ist, sondern eher vielleicht ein fauler Friede ist. Und so weiter. Das war mein episches Spiel. Was war Ihr innerer Antrieb, um dieses Buch zu schreiben? Der Anlass liegt schon lange zurück, als ich noch wirklich eine mehr öffentliche Figur war, als ich es jetzt bin, bin ich viel durch Österreich herumgefahren. Und was mir passiert ist von Leuten, die mich gelesen haben oder wie man so sagt, erkannt haben, das fand ich sehr spannend und hat mich auf die Sprünge gebracht. Die Kinder, denen ich begegnet bin, den halben Verbrechern, den Helden. Und irgendwann mal wollte ich etwas erzählen, was die Rundreise eines Schriftstellers heißt. Und aus dem ist dann über die 15, 20 Jahre ist dann eine Erzählung, die durch eine Nacht durchgeht auf einem Boot, auf einem Fluss im Balkan geworden. Es ist epischer geworden, als ich es mir gedacht habe. An sich wollte ich eine lange Geschichte schreiben, in der Nachfolge Nachmittag eines Schriftstellers. Ja. Und dann ist es fast ein Epos geworden, eine große, große Erzählung von Europa heute, von Menschen in Europa, von Dramatik oder auch Lyrik und von Verlorengehen und von Aufgeben wollen und doch im Licht weiter tun. Deutschland kommt überhaupt jetzt hätte ich beinahe gesagt Roman, in der Erzählung eigentlich gut weg. Da Sie reisen ja aus dem Balkan in ein friedliches Deutschland. Und es ist nicht so sehr das Deutschland, es ist eben die Gegend, wo der Vater des Ex-Autors seine Kindheit verbracht hat und die Landschaft des Harzes, die ich selber auch mir erwandert habe oder mir erschaut, als das große Deutschland ich vorher gesehen habe. Das heißt, es ist mehr der Harz, ja. als es ist eher Bas pro Toto für Deutschland. Der Harz ist für mich eine Art von seltsames Naturherz Deutschlands geworden in der Erzählung. Sie haben ja sowieso eine besondere Vorliebe für Landschaften, die vielleicht nicht unbedingt die Landschaften sind, die die Allgemeinheit als schön empfindet. Zum Beispiel den Karst oder den Harz. Der Harz
obwohl er ja Harz ist, literarisch natürlich auch festgelegt durch Goethe oder auch durch alle Wanderungen, die dort stattgefunden haben, auch in der Literatur. Aber bei Ihnen hat der Harz ja auch eine biografische Bedeutung. Ihr Vater, also Ihr leiblicher Vater, stammt aus dem Harz. Mhm. Sind Sie für die moravische Erzählung zum ersten Mal dorthin gegangen? Nein, ich fahre nicht für ein Buch irgendwo. Ja, klar. Ich fahre irgendwo hin und da begegnet mir etwas, was dann ein Element eines Buches werden kann. Mhm. Zuerst muss die Unschuld da sein und nicht der Plan, ein Buch zu schreiben, um Gottes Willen. Das macht ein Schriftsteller nicht, der hat keinen Plan. Es gibt viele Schriftsteller, die Pläne haben, aber mein Stolz ist, dass ich bis jetzt ungeplant durchgekommen bin. Das heißt, das glaube ich Ihnen nicht. Nein, daraus kommt später ein Plan, eine Konstruktion, so wie für die moravische Nacht. Aber im Schreiben dann ist es auch mein Ehrgeiz, dass die Konstruktion und der Plan verschwindet. Dass eigentlich nur das Gefühl und der Rhythmus und die Blicke und die Personen und die Augenpaare und die Landschaften bestehen bleiben. Und die Sanftheit und das Schneidende meiner Sprache. Wie machen Sie das eigentlich? Setzen Sie sich dann, also es steht ja ganz hinten im Buch, steht drin von... Ich habe ein bisschen geschwindelt. Das ist von Januar bis Juni geschrieben. Und ich habe nur meinem Verlag gegenüber habe gelogen, dass es bis November ich schreibe, damit die nicht zu meinem Geburtstag das Buch publizieren. Ich wollte, so wie man im Fußball sagt, Zeit schinden und habe gesagt, das Buch ist noch nicht fertig, obwohl es im Juni schon längst geschrieben war. Da sind Sie aber ganz schön... Keinen symbolischen Termin der Publikation. Sie sind im Dezember letzten Jahres 65 geworden. Ja, und ich wollte eben vermeiden, das ist zu meinem Geburtstag, was der Verlag oder die Verlegerin mir vorschlug, das habe ich abgebogen. Ja, haben Sie denn gewisse Altersängste, wenn Sie... Nicht, was mich betrifft, aber wenn ich so... Die alt werdenden Menschen, die ich von früher kenne, betrachte, dann sehe ich, dass es eben diese Heiterkeit, die ich mir vorgestellt habe, ist schon leicht getrübt und stelle mir vor, dass sie schwer getrübt werden könnte. Aber mein Ehrgeiz ist, die Heiterkeit sogar zu steigern. Als ich Sie angerufen habe und Sie um diese Sendung gebeten haben, da haben Sie gesagt, gleich zugesagt, das hätte ich mir nie träumen lassen, und haben gesagt, ja, mir ist langweilig. Ne? Was meinen Sie damit mit langweilig? Das Buch ist jetzt erschienen vor ein paar Wochen und ich habe überhaupt keine erotische Beziehung, jetzt wieder mich an den Schreibtisch zu setzen in den nächsten Monaten. Und ich habe eigentlich nichts zu tun. Im Wald gibt es keine Pilze. Fußball spielen im Garten kann man auch nicht. Es ist viel zu viel Schlamm. Und da denk ich, warum soll ich nicht Leute treffen, die ich nicht kenne, und mir anhören und was sie mir zu erzählen haben über meine scheiß Bücher. Selber erzähle vielleicht auch was, wenn ich entdecke, was im Reden. Gehen wir doch mal zu Ihren scheiß Büchern. Wenn man die von die ganz frühen bis jetzt zur moravischen Nacht mal vorbei rauschen lässt, so in meinem Inneren. Ist gut gesagt, rauschen. Ja, wie man auch durch den Wald geht. Mhm. Also wenn man, ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf zitieren, das dürfen Sie mich jetzt nicht abfragen, aber dann hat man doch das Gefühl, dass dort der Held, ich nenne ihn jetzt mal der Held, eigentlich nicht altert. Also wenn man nochmal eben in den kurzen Brief zum langen Abschied und die moravische Nacht, wenn die beiden sich begegnen würden, die hätten sich viel zu erzählen, aber sie wären fast identisch. Ist das richtig? Das ist völlig richtig. Das ist die Freiheit, die ich aber nicht mir selber genommen habe, die ich gelernt habe durchs Lesen von Homer, dass Odysseus im Grunde auch nicht altert. Und dann vor allem von den mittelalterlichen Romanen, ob das Lancelot oder Gawain, es sind alterslose Menschen. Und das ist auf mich übergegangen, weil gerade so Epen wie die Odyssee oder die Ilias und vor allem die Romane von Chrétien de Troyes oder von Wolfram von Eschenbach, das sind meine großen Tore von Vitebsk, frei nach Marc Chagall. Ja. Da trete ich ein in die, das ist die größte Freiheit im Mittelalter, die Romane sich eben erlaubt haben. Die Landschaften, in einer halben Stunde ist man vom Hochgebirge am Meer und es gibt kein Altern. Und alle Frauen sind schön und so fort.
Und alle Männer sind kräftig, mutig und verloren. Ja, verloren sind sie. Kräftig, verloren, sonst wäre es ja kein Roman. Ja, kräftig, mutig sind ihre Helden in der Tat nicht immer. Na, wer weiß. Ja. Na, ich spreche jetzt von dem Mittelalter. Ja, ja, von den Mittelaltern. Ich kann mir heute nicht erlauben, das einfach nachzuahmen, was Mittelalter war. Welches Verhältnis haben Sie zu den Romantikern? Das ist ja immer eine Reise. Also wenn man die Romantiker sieht, sind die auch immer unterwegs. Ihre Helden sind auch immer unterwegs. Ja, das ist meine Krankheit, dass ich es schwer habe, eine Geschichte zu schreiben, wo nicht gegangen, gefahren oder sich verirrt wird. Ja. Ja. Schwebt mir schon etwas vor, dass ich an Ort und Stelle mal eine Geschichte versuche zu erzählen, wo die Reise nur im Inneren stattfindet oder dass die Katastrophe oder das Verirren im Inneren stattfindet, wie ich es bei der Angst des Tormanns beim Elfmeter versucht habe, obwohl dieser Tormann, der auch dann wegfährt, aber an die Grenze, er bleibt im Land zumindest. Ist das eigentlich bei Ihnen auch so, dass Sie immer unterwegs sein müssen? Sie sagen, vorhin sagten Sie, es ist... Oh nein, lange, ich wohne. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist Wohnen. Ja, Wohnen, lesen, aus dem Fenster schauen, Hausarbeiten verrichten, Gartenarbeiten machen und im Umkreis bleiben. Aber nochmal zurück zu... Aber es gibt keinen Roman her für mich oder keine Erzählung. Ich muss mich aufs Spiel Sie sind setzen. Vor wann war es vor 10 Jahren? 97 bis zum Jahr 2000 etwa sind Sie, 87 bis 90. Ja, bis 90 habe ich. Sind Sie um die Welt gereist? Ja, da habe ich keinen Wohnsitz gehabt. Das war auch immer meine Sehnsucht, irgendwann mal keinen Wohnsitz zu haben. Ja. Irgendetwas zu machen, was man wirklich noch heute sogar als Weltreise bezeichnen könnte, ohne diese technischen Vorbereitungen einfach drauf los. Wie haben Sie das gemacht? Also ich habe da in dem kleinen Rororo-Bändchen, das jetzt neu erschienen ist, stehen die ganzen Stationen. Also Sie sind logischerweise in Jugoslawien gestartet. Also damals gab es Jugoslawien. Das war die erste Grenze. Ja. Von Österreich raus ist mir dann näher. Griechenland, Ägypten, Paris, Berlin, Belgien, Japan, Anchorage, Alaska, London, Lissabon, Spanien, Galizien, Südfrankreich, Wien, Salzburg, slowenischer und italienischer Cast, Paris, Versailles, Jesenice, England, Frankreich, Spanien, Österreich, Deutschland, Paris, Cannes, Italien, Lucca, Venedig, Aquileia, das ist der Ort, in dem auch geschrieben wurde, Österreich und Sommer 1990 in Chaville. Was waren das für 3 Jahre? Haben Sie da nur Notizbücher gemacht? Haben Sie da geschrieben? Ich habe auch, um das Wort Arbeiten mal zu verwenden, ich habe gearbeitet. Ich habe in Spanien den Versuch über die Müdigkeit geschrieben, in der Stadt, in der nordandalusischen Stadt Linares, wo Andres Segovia herkommt, der Gitarrist, und wo Manolete, der Stierkämpfer, den Tod gefunden hat 1947. Und wo jedes Jahr noch immer noch die Schachweltmeisterschaften stattfinden. Ja. Das ist eine völlig anonyme Stadt, wo gleich die Steppe anfängt. Und da habe ich, und ich habe auch den Versuch über die Jukebox dann in Soria geschrieben, in Kastilien, die Stadt, wo der große Dichter Antonio Machado als Französischlehrer gelebt hat. Also ich habe auch gearbeitet. Aber Sie haben dann, Sie haben nicht gereist in dem Sinne, wie ich das jetzt so schnell vorgelesen habe, so im Prinzip Orte abgeklappert, sondern Sie sind dann auch Monate oder... Ja, das war so ein Rhythmus zwischen Orten, wo hoffentlich nichts ist, und dann der zweite Rhythmus waren die romanischen Kirchen, die romanischen Formen, die romanischen Gestalten zu betrachten. Das war zwischen Nichts und Romanik ging das hin und her. Und wie reisen Sie? Also Sie sind ja ein Zu-Fuß-Geher. Der Held in der Moravischen Nacht ist auch ein Zu-Fuß-Geher. Gehen Sie dann große Strecken, also zum Beispiel in der Moravischen Nacht landet er in Wien, am Flughafen Wien, und geht zu Fuß weiter. Ja, das ist mein Ehrgeiz, immer dort zu gehen, wo eigentlich niemand gehen kann. Ich habe das mal in Berlin gemacht, dass ich von der Stadtmitte, vom Kurfürstendamm, bin ich zu Fuß nach Tegel gegangen. Das ist im Grunde nicht schwierig, ist ja nicht so weit. Nee. Oder ich bin auch einmal von Wien Mitte an der Donau entlang bis zum Flughafen Schwechat, also umgekehrt, als ich es in der Geschichte erzähle, an dem Friedhof der Namenlosen vorbei. Das ist vielleicht eine Halbtagswanderung. Ja. Irgendwo, wo man kaum gehen kann. Zugleich auch über die Autobahn drüber gelaufen, dass man sich durchschlagen muss durch Dorngebüsche und so weiter. Das ist für mich, also das Gehen in der Nähe der großen Städte ist für mich das größte Abenteuer, weil es fast nicht möglich ist zu gehen. Und dann wieder plötzlich geht man 120, 100, 200 Meter, wo man entdeckt.
Wie wichtig ist Ihnen die Natur überhaupt? So wie jeden, als es sein sollte. Weil ja, also die Natur ist wie ein Orakel, das man befragt, wie es mit einem selber weitergehen könnte oder wie es mit der Arbeit weitergehen könnte. Ja, wie das Orakel von Dodona in Griechenland, wenn man die Eichen früher hat rauschen hören, aus dem Rauschen der Eichen hat man seine Sätze bezogen. Und auf eine Weise geht es mir genauso. Und warum der Winter? Warum kommt immer, warum ist es immer fast überall, also ich habe extra nochmal durchgeblättert. Na, ich bin ein Schneeidiot. Es gibt viele Idioten, aber ich bin ein Schneiensidiot. Also in diesem Jahr hat es hier in der Gegend von Paris, wo ich wohne, noch keine einzige Schneeflocke ist gefallen. Und das finde ich skandalös. Einmal habe ich Schnee fallen sehen, aber das war im Traum, das ganze Jahr. Apropos Traum. Inwieweit ist der Traum wichtig? In allen Büchern kommen ja Träume drin vor. Und ihr erster Text, ein Brief an Ihre Mutter, war auch ein Traum. Wie wichtig ist der Traum? Die Träume sind leider nicht mehr so wichtig, wie eben sie in dem Brief an meine Mutter einmal gewesen sind. Vielleicht war die Wirklichkeit zu vordringlich, die Tageswirklichkeit für mich zu vordringlich geworden ist, dass die Träume, die zugleich, die müssen dann Visionen sein. Und das war ich 3-4 Mal in meinem Leben, darf ich mir das Wort erlauben, dass ein Traum so einschneidend war, dass er mich also operiert hat. Also im guten Sinn operiert hat. Und das leider, können Sie das benennen, leider lässt es nach. Können Sie das benennen, was die 3-4 sozusagen? Mal in diesem, zum Beispiel in dem im Brief an meine Mutter, wo ich träume von ihrem Bruder, der in Russland ums Leben gekommen ist und was sozusagen das Trauma der ganzen Familie war, die zwei Brüder, die für Hitler gekämpft haben, eigentlich aber Slowenen waren und eigentlich für Jugoslawien kämpfen wollten, mussten für Hitler als Österreicher für Hitler kämpfen. Und das war, ich weiß nicht, das ist auf mich übergegangen als der große Mythos, traurige, tragische Mythos, fast tragische, fast der Familie. Ihr Großvater hat ja 1920 für Jugoslawien gestimmt. Also wenn das stimmt, jedenfalls hat also meine Mutter mir das erzählt. Kommt denn aus dieser Traumsituation, dass Ihr Onkel Gregor, der ja auch den Gregor Keuschnick oder Gregor Benjamin, Gregor Benedikt in den Horn ist. Völlig richtig, ja. Dieser Gregor, ist das vielleicht auch Ihre, wie soll ich es jetzt sagen, so Ihre Eigenart der alleinigen Position des Beharrens auf einer Politik, die eigentlich nicht mehrheitsfähig ist? Also wenn Sie sagen, der Großvater hat nach Slowenien, nach Jugoslawien geholt. Sie sollten keine Erklärungen oder keine psychoanalytischen Erklärungen oder vom Traum hergeholten Erklärungen suchen. Mehrheitsfähig wollte ich nie sein. Also ein Schriftsteller kann nie mehrheitsfähig sein. Er kann mehrere Leser haben im Glücksfall, aber die Mehrheit des sogenannten Volkes wird nicht für sich haben, aber vielleicht hat er sie für sich, aber er wird sie nicht als Deklamation für sich haben. Ja. Warum Serbien? Ausgerechnet Serbien. Jetzt fangen Sie damit wieder an. Nein, ich muss damit anfangen. Bin ich extra von meinem Kaff dahergekommen und Sie fangen. Nein. Ich frage es andersrum. Warum Serbien und nicht Slowenien? Also Slowenien, das war für mich immer Jugoslawien. Das war immer Jugoslawien. Ach so, das heißt Serbien. Sogar das Wort Serbien fällt mir schwer, mich zu identifizieren. Wenn ich spreche ich immer noch das langsilbige Wort Jugoslawien aus und das hat mich eben heiß gemacht. Und jetzt bin ich sozusagen, stehe ich im Regen oder im Schnee, umso besser. Aber Jugoslawien war eine Utopie für Sie? Und es war ja auch für viele Menschen eine Utopie. Etwa in den 60er Jahren. Marschall Tito hat sich ja von dem Sowjetreich abgewandt, einen eigenen Sozialismus aufbauen wollen. Schon vorher hat er sich abgewandt. Wäre denn so etwas wie Jugoslawien ein Modell für ein anderes Europa gewesen? Nicht nur Jugoslawien, es war ja Indien, Ägypten, Nasser, Nehru und Tito, die wollten sozusagen eine dritte Kraft bilden. Aber das war wahrscheinlich nicht der Moment, denn eine dritte Kraft braucht, was ist das? Das, das,
das sozusagen das mechanische Herz der Menschheit ist eben die Wirtschaft. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Und wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, kann die dritte Kraft, wird die dann kraftlos. Und das ist nicht gerade eine Tragödie, aber das ist eine traurige und schmerzende Episode der Geschichte. Ja. Aber die muss man akzeptieren. Ja, aber ist nicht gerade, wenn wir sagen die Wirtschaft, dann kommt natürlich sofort das Wort Kapitalismus, dann kommt natürlich auch das Wort freier Markt, dann kommt das Wort Demokratie. Sie sagten in einem Interview, sagten Sie, das Wort Demokratie mag ich gar nicht mehr so gerne hören. Warum nicht? Es wurde so viel missbraucht zur Gewaltausübung. Aber die Tatsache der Demokratie ist nicht auszulöschen und das ist das, was da passiert ist mit von Rousseau bis zu der amerikanischen Verfassung. Das wird immer ein leuchtendes Fanal für uns alle bleiben müssen. Das heißt Demokratie auch als Aufgabe, in die das Zukunft. Das muss immer neu bedacht werden. Ja. Aber heutzutage sind die Kapitalzwänge, aber locken Sie mich nicht auf ein Gebiet, wo ich keine Erotik empfinde. Naja, Sie haben eine Figur erfunden, die ist Finanzfrau. Die sagt, also die John Maynard Keynes gelesen hat oder so etwas. Also, ich habe sozusagen Jus studiert und hatte 2 Jahre meines Lebens mit Wirtschaftswissenschaften zu tun. Und irgendwie haben mich Menschen, die das begeistert machen, die Wirtschaft, haben mich immer fasziniert. Und das habe ich auch studiert, vor allem Frauen, die mit Geld, mit Wirtschaft, mit Verteilung und so weiter zu tun hatten, haben mich erotisch angezogen, also erotisch nicht sexuell, aber haben mich auf den Weg gebracht, eine Geschichte zu erfinden. So wie im Bildverlust, ich es dann versuche. Ja, im Bildverlust, das ist ja so eine dieser Frauen. Aber ich möchte nochmal, ich kann sie nicht da raus, ich möchte nochmal zurück zur Politik. Wenn man jetzt in den Zeitungen gelesen hat, die UNA... Wenn ich Ihnen 1.000 Euro gebe, dann hören Sie auf damit. eine Frage noch, weil es aktuell ist und dann sind wir wieder woanders. Bitte, die Unabhängigkeitserklärungen des Kosovo. Ne? Sie schreiben an einer Stelle, dass Sie das nicht unbedingt nicht wollen, aber es hätte später kommen sollen. Wäre so ein Gedanke wie das vereinte Europa auch mit der Auflösung der Nationalstaaten zu vereinigen? Ja, meine Beobachtung, nicht Beobachtung ist ein dummes Wort, aber meine Erfahrung oder mein hineingestoßen werden durch Reisen ist eher so, dass die Nationalismen in Europa durch das immer mehr zum Glück auch vereinte Europa, werden die Nationalismen oder sogar negativer gesprochen, die Chauvinismen sind viel stärker geworden. Sicher aus Angst, das Regionale oder das, was Stolz, einen generellen Stolz ausmachen könnte, aus Angst das zu verlieren. Ja. Also die Grenzen in Europa, die inneren Grenzen, kommt mir vor, sind viel, viel stärker und sogar kälter und böser geworden, als sie je waren. Die Grenzen, die vorher gegeben hat zwischen den Staaten, waren manchmal Anreize, zumindest für mich, war es ein Anreiz, das Fremde. Ich habe das Fremde geträumt, hinter den Grenzen. Mhm. Und jetzt gibt es nichts Fremdes mehr zu träumen, weil die sozusagen die wirtschaftlichen und auch die juristischen Grenzen sind weggefallen, aber dafür sind die inneren Grenzen haben uns alle kleiner gemacht. Sind wir materialistischer geworden? Ja, weniger, was eigentlich das Bestimmende ist, wir haben weniger Fantasie für die anderen. Ja. Das ist eigentlich das Bestimmende, was einen Menschen ausmacht, ist die Einbildungskraft, das Rätselhafte, die Sehnsucht, die aus der Fantasie kommt. Ja. Ich kann Ihnen nicht ganz zustimmen, aber ich will es auch nicht unbedingt verstehen. Weil ich denke, dass diese Autonomiebestrebungen eigentlich was Richtiges sind. Ja, Autonomie ist was anderes als Staat. Ne? Okay, ja, das stimmt. Das muss man doch. Dass Spanien jetzt zum Beispiel den Kosovo nicht ankündigt, weil er natürlich Angst hat, dass auch andere Staaten in Spanien entstehen können. Ja, man könnte doch sagen, also jetzt setzen wir uns beide in die Nessel, man könnte doch sagen, es ist gut so, dann lasst ihnen doch den Staat, aber unter einem Dach Europa, das alle vielleicht aufgrund einer Menschenrechtskonvention, aufgrund einer demokratischen Verfasstheit eint. Ich
Völlig richtig, ja. Nur darf man keinen Staat, glaube ich, gründen auf Kosten eines Volkes, das in diesem Land, das dann Staat wird, lange gelebt hat und das dieses Land als sein eigenes Land sieht. Ja. Wie das doch jetzt dem Serben im Kosovo passiert ist. Mit einem Staatsstreich von außen kommend und von innen kommend, wurde den Serben des Kosovo ihre Heimat genommen. Mhm. Sie haben keine Heimat mehr. Wobei die Politiker natürlich sagen, sie dürfen dort bleiben. Ja, sie dürfen. Aber die haben ja nichts angestellt. Es ist ja auch die Tatsache, dass ich will jetzt nicht politisieren, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich irgendein Stammtischmensch werde. Nein, um Gottes Willen. Nein, meine Erfahrung im Kosovo ist, dass diese zwei Völker im Gegensatz zu der Erklärung des neuen Gott sei mit ihm, albanischen Präsidenten, dass diese Völker absolut nichts miteinander zu tun haben und dass die sogar Feind, meine Erfahrung, dass das kleine Kinder, die 2 Jahre alt sind, automatisch Steine schmeißen, wenn sie einen Bus mit kyrillischer, das heißt in dem Sinn, serbischer Aufschrift sehen. Wo sind die Eltern, wo sind die Großeltern, die diesen lieben, armen, kleinen Kindern mal beibringen, dass ein Staat was anderes ist, anders gegründet zu werden hat, als aus einem ererbten Mechanismus der Gewalt. Mhm. Dass blindlings Steine werfen das meine ich mit Demokratie. Ja. Die Demokratie muss einmal organisch werden in der Bevölkerung und dann kann man, Staat oder Nichtstaat, soll man oder große Autonomie oder begründet haben. Warum nicht? Das ist völlig richtig so. Ja. Den 2 Millionen der Albaner, die brauchen zumindest eine völlige Unabhängigkeit, einen Staat. Ne? Ja. Oder was auch immer, aber nicht auf Kosten eines anderen Volkes. Die Reise bei der Moravischen Nacht beginnt in einer Enklave, Porodin. Mhm. Heißt das, ist so richtig aus? Oder Porodin? Porodin. Und der aufgehörte Autor, reist mit dem Bus durch diese Enklave. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder von einem Buch erzähle. Ja, jetzt gehen wir wieder zu den Büchern. Ich bin schon in Schweiß ausgebrochen. Gottes Willen, nein. Nein, Sie sind aber nicht in Schweiß. Also. Nein, wenn ich so spreche, wie ich gerade gesprochen habe, dann denke ich immer, das ist der Jargon der Uneigentlichkeit. Ja. Ich fühle mich absolut uneigentlich. Ja, nun verlassen wir dieses. Wenn ich aus den Bildern hinaus gerate, aus den Gerüchen, aus den Anblicken, bin ich nicht ich. Diese Busfahrt, die aus der Enklave, wo Sie auch beschreiben, wie die kleinen Kinder Steine werfen, diese Busfahrt, ist, glaube ich, ist der Beginn der Erzählung, also Erzählung in der Erzählung, und ist aber auch, glaube ich, ganz wichtig. Da sitzen die Leute drin, der Autor sitzt hinten, dann sitzt er mal vorne, beobachtet sie. Was finden Sie? Er beobachtet nie, der Autor. Er schaut. Was ist der Unterschied? Er lässt doch sich einwirken. Ja, was ist der Unterschied? Ich bin ja kein Detektiv, ich bin ja kein Polizist, oder ich bin kein völkischer oder unvölkischer Beobachter. Ich bin Sie ein Anschauer schauen. Oder ich lasse auch mich einwirken. Ja, aber und dieses Einwirken kommt aber für den Leser so wie fotografiert da. Also fotografiert. Jetzt nehme ich Ihnen das. Doch, diese Lederjacken. Zum Beispiel die großen Lederjacken, in denen die Leute sind, die knarren und sowas. Ne? Da ist man dabei. Und, ja, das ist erst einmal das Klischee der Balkanleute. Ich stelle mal. Da bin ich einverstanden, mache ich erstmal vielleicht eine Fotografie mit Hilfe der Sätze, aber hinter der Fotografie kommt dann die tiefe Geschichte dieser Leute. Mhm. Das ist nicht nur das Klischee des Bildes der Balkanleute, Plastiksäcke, Lederjacken, sehr schwere, knisterkrachende, schlechtes Leder und so fort und schwarz. Und dann fängt die Geschichte an. Diese Leute sind unterwegs zu einem zerstörten Friedhof, wo sie gedenken wollen ihrer Vertriebenen und ihrer Toten. Das ist eine epische List sozusagen, mit einem Klischeebild, mit den Lederjacken anzufangen und dass die zugleich Kreuzworträtsel lösen und Sudoku machen. Und plötzlich werden sie zu Trauernden. Ja. Das ist meine Grunderfahrung. Und dann zu Auswandern. Ja, von Leuten, das denkt auf der Straße, im nächsten Moment kann alles umspringen. Da denkt man, man hat sein Klischee von Leuten und einen Moment zum anderen fängt einer dieser Menschen, meinetwegen mit Krawatte und Attaché-Case zu weinen an.
Ja. Das ist mir oft, oft ja. ist übertrieben, aber das ist das für mich bestimmende, episch bestimmende, das Umspringen der Klischees oder der meiner Vorurteile. Und plötzlich wird aus einem Vorurteil ein Mensch. Mhm. Und aus dem Mensch wird eine mögliche Geschichte. Und so schreibe ich halt. Ich würde gerne einen Sprung zurück machen ins Jahr... Nach Serbien wieder. Nein. Ins Jahr 1966, da gab es Jugoslawien bitte, noch. Bitte, ja. 1966, ja. Princeton. Da sind Sie eingeladen gewesen von Siegfried Unseld. Ja. Und ja. dann haben Sie vor versammelter Mannschaft angefangen zu sprechen und haben Beschreibungsimpotenz den hochvermögenden Schriftstellern, unter anderem auch Günter Grass, vorgeworfen. Das habe ich nicht Günter Grass vorgelesen. Nein, also Sie haben... Der Mehrzahl der Texte, die da gerade in Princeton vorgelesen worden waren. Und wie haben Sie sich gefühlt? Waren Sie da nervös, als Sie das... Ich war aufgeregt. Ich habe gedacht, jetzt möchte ich was sagen. So wie in der Schule, wo es einem lang schon auf den Fingern brennt, oder wie sagt man Deutsch? Jetzt lege ich mal los. Ich habe mich auch dauernd verhaspelt und Leute haben gesagt, ich hätte mit sehr hoher Stimme gesprochen, halt, so wie ein Schüler halt wahrscheinlich. Ja. War aber ein aufgeregter Schüler und das, wie Goethe sagt, der Dichter ist aufgeregt und wenn ein Schüler aufgeregt ist, ist es auch nicht schlecht. Ja. Sie waren aber ein guter Schüler. Sie waren waren Sie ja in einem katholischen... Ja, ich habe gerne gelernt und ich, das Einzige, was mich auch immer noch, wenn es mir schummrig zumute wird vor Augen, denke ich, jetzt gehe ich lernen. Ja, und was lernen Sie dann? Ich lerne Sprache, mich konzentrieren, ich lerne Arabisch und ich vergesse auch viel. Aber ich möchte lernen oder ich möchte auch, was auch Geologie zum Beispiel betrifft. Und weil Sie vorhin vom Karst gesprochen haben, dann möchte ich wissen, wie eine Landschaft gebaut ist und wie die Landschaft auch die Menschen, die dort eingezogen sind oder emigriert sind oder aufgewachsen sind, die bestimmt hat und so weiter. Lernen ist für mich... Ja, das möchte ich bis ans Ende. Sie sind ja dann aus dem bischöflichen, jetzt geben wir mal ein bisschen die Biografie, aus dem bischöflichen Internat. Knabenseminar. Ja. Internat zugleich. Ja, aber Sie sind freiwillig reingegangen, sind dann aber freiwillig... Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Sie haben Graham Greene gelesen und dann... Das war später, war ich 15. Ich habe die Kraft und die Herrlichkeit gelesen und vor allem Georges Bernanos, die Sonne Satans. Ja. Und ich wusste eigentlich gar nicht, das hat mich sehr, hat mich begeistert. Also die Literatur habe ich gedacht, ja, das ist nicht gerade mein Ziel. Ja. Ich dachte nie, aus mir könnte ein Schriftsteller werden, aber aus ein Leser bin ich bald geworden. Ja. Und damit möchte ich auch nie, wie mit dem Lernen, möchte ich nie aufhören. Das Lesen ist entscheidend. Und wann haben Sie gedacht, Sie sind ein Schriftsteller? Ihnen sogar sagen. Ja. Das war viel später. Ich hatte dann geschrieben, so wie man halt in der Pubertät schreibt, expressionistische, da steigen Dirnen wie Gebete vom Himmel. So. Ja. Das schrieb ich in einem Aufsatz. Und das ganze Knabenseminar, die Präfekten und die Priester und die Professoren liefen zusammen und haben gedacht, ich bin verrückt geworden. Und zugleich hat es doch den und jenen hat es beeindruckt. Also die waren nicht ganz dagegen. Ja. Und dann hat dieses pubertäre Feuer, was eigentlich ein kaltes Feuer ist, ist versiegt. Ich habe dann versucht zu schreiben. Mhm. Und dann begann ich mein Jurastudium und habe gesehen, so geht das nicht weiter. Ich war ein begeisterter Student 2 Jahre lang. Also ich habe nicht wie die anderen Studenten aus Skripten gelernt, sondern wirklich aus Büchern. Mhm. Mir sozusagen das Hintergrundwissen, so wie man am Himmel das Hintergrundleuchten gibt in der Nacht, so habe ich das, ich konnte nicht anders. Und dann nach 2 Jahren habe ich bemerkt, das Juristentum ist nichts für mich. Also es war fast eine große Depression ist in mich eingezogen, wie man sagt im Klischee, eine schwarze Wolke. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich muss mich retten durch meinen Traum, durch meine Träume, um wieder auf den toten Bruder meiner Mutter zurück. Ja. Und da habe ich angefangen zu schreiben und habe aber noch immer noch nachzuahmen versucht, was ich aus der Pubertät wusste. Man muss Expressionist, es muss, die Wörter müssen klingen und auf Trumpfen und so weiter. Und dann bekam ich von Gott oder von wem auch immer einen Nackenschlag. Und plötzlich wusste ich, dass dieses Schreiben ist nichts für mich. Und dann habe ich angefangen,
Monate später fing ich an, und das war sozusagen die einzige, das war eine Eingebung. Die Eingebung war aber seltsamerweise Sachlichkeit. Mhm. Frei nach Rilke, sachliches Sagen. Mhm. Und da war ich noch immer sehr jung, ich war gegen 21, und dann fing ich an, eine Erzählung zu schreiben. In einem aufgegebenen Bunker fand ein Junge, der da hinuntergestiegen war, eines Tages einen Mann. Punkt. Mhm. Und da habe ich gewusst, jetzt könnte ich Schriftsteller werden. Und dann gab es natürlich auch viele Krisen, viele Probleme. Was hat Ihre Familie gesagt? Ich meine, die sind ja keine Schriftsteller. Hat sie gesagt, dann ich will Schriftsteller? Ich hab die genervt natürlich. Ja, ja. Aber zugleich hat meine Mutter gedacht, ja, warum nicht, wenn dieser Trottel damit an diesen Traum glaubt, dann werde ich zumindest so vortäuschen, als ob ich ihm folge. Ah ja. Sie haben irgendwann mal geschrieben, Sie sind ein Alleinsein-Idiot. Begann das mit dem Schreiben? Ich bin auch ein Gesellschaftsmensch. Ja? Also das eine, so wie frei nach Camus, solitär, ja. Solidär. Ist man ja. Einsam oder solitär? Ich glaube, bei mir ist beides sehr stark. Manchmal ist es im Widerspruch und manchmal im guten Sinn, wenn ich schreibe, denke ich, ich bin jetzt einsam und zugleich solidarisch im Prosa-Schreiben. Mhm. Beides kommt dann zusammen. Solitär und solidär verheiraten sich. Das ist ein schwieriges Gleichgewicht. Aber im Älterwerden kommt mir vor, dass ich luftiger werde oder dass die Prosa oder mein Blick durchlässiger wird für warum nicht sagen, die Menschheit oder den Zug der Faschings-Karnevals-Menschen von heute, wo man nicht genau weiß, wo sind die Narrenkappen, sieht man nicht so genau. Ja. Vielleicht habe ich das nur als Keckheit oder als Witz gemeint. Erinnern Sie sich noch an eine Sendung, und die war für mich sehr entscheidend, die hieß Literatur von Reinhard Hofmeister. Mhm. Erinnerung 1975. Sie sitzen mit Franz Xaver Grötz an einem Tisch. Oh ja, ja. Da schauen wir uns mal ein kleines Stückchen an. Ich hoffe, dass sehr viel Zufälliges immer bleibt und das nie im Nachhinein politisch aussieht. Dass es immer zufällig bleibt. Weil ich glaube, die große Anstrengung ist, beim Schreiben das zufällig zu halten. Und das zu zeigen, dass wenn eine Gemeinschaft oder eine Harmonie zustande kommt, das immer Zufall ist. Und das ist meine pessimistische Anschauung überhaupt der ganzen Geschichte. Das ist dieser elitäre Standpunkt, dass man sagt, ja, es ist zufällig. Zufällig passiert Elend, zufällig passiert Glück. Das ist ein Standpunkt, der die Menschen verachtet und der auch das Elend nicht kennengelernt hat. Mit dem kann ich mich nicht identifizieren, den lehne ich ab. Und ich würde mich schämen, wenn ich das sagen müsste, als Schriftsteller, der etwas leistet, der auch etwas taugt, dass ich sage, es ist Zufall, wenn Harmonie auf der Welt entsteht. Das ist unsinnig. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal eingebildet. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Können Sie sich da noch dran erinnern? Kann ich mich nicht erinnern. Die Kamera. Ich war wahrscheinlich leicht angesäuselt, oder? Nein, gar nein. Nicht. Es ging um den Zufall und um die Harmonie. Und Grötz hielt eine Rede, wenn man so will, an das Publikum. Das Publikum applaudierte, aber Sie wiesen ihn darauf hin, dass er ja in die Kamera sprechen soll. Er ist ein Agitator, kein Schriftsteller. Er war oder ist immer noch ein richtig bemerkenswerter Dramatiker. Ja. Ich hab das sehr bewundert, was er geschrieben hat, hartnäckig oder ja. Heimarbeit. Nur hat er dann durch den Erfolg vielleicht eine Rolle angenommen, eine Zeit lang. Ja. Bin aber nicht sicher, ob er die Rolle beibehalten hat. Er ist natürlich auch, Grötz ist auch natürlich, wenn man sehr so gefährlich, will, wenn ein Schriftsteller ein Rollenspiel betreibt. Ja, und er ist in die DKP-Falle getreten. Also dann in eine Partei. Irgendeine Falle gibt es immer. Ne? Jeder hat kommt auf die Falle an. Also meine Fallen, ich bin ja auch in einige gefallen. Welche? Jetzt muss ich nachdenken. Also Milosevic würde ich sagen, nein, ist keine Falle. Nein, das sind nicht fruchtbare Fallen. Ja. Ja, Sie können ruhig mit Slobodan Milosevic kommen. Mhm. Wenn das eine Falle war, dann wäre ich nicht in diese Falle gegangen, das können Sie ruhig sagen, würde ich etwas vermissen. Mhm. Also ich hätte ein schmerzliches Gefühl des Vermisst oder des Feig gewesen sein,
wäre ich nicht zur Beerdigung von Slobodan Milosevic gegangen. Es würde mir fehlen. Mhm. Es würde mir ein Luftbaustein meiner Existenz fehlen. Ich hätte gedacht, ich hätte gekniffen. Oder? War das ein Abschied? Es war ein Abschied von Jugoslawien. Mhm. Slobodan Milosevic war derjenige auf allen Fotos, als 1989, als Jugoslawien zu Ende ging, der als abgestimmt wurde, noch im damals gesamtjugoslawischen Parlament, war er derjenige, der immer gesagt hat, dagegen. Gegen die separatistischen Republiken von Kroatien, Slowenien und so und Mazedonien und so weiter. Und ich habe dieses Foto, ich habe gedacht, mit seinem Tod ist jetzt Jugoslawien Ende und ich möchte dabei gewesen sein. Mir war, muss ich sagen, schon mulmig zumute, nicht das dabei gewesen sein. Mhm. Aber dann, als von mir verlangt wurde, ich sollte was sprechen. Und ich habe mich ja auch im Grunde eher gedrückt. Ich habe gesprochen, um nichts, im Grunde nichts, etwas zu sagen, was nicht, jedenfalls nicht das war, was das Klischee, wiederholte Klischee zu Milosevic. Ich wollte in ex negativo etwas anderes sagen. Ja. Und es war mir mulmig zumute, aber ich habe gedacht, ich darf mich jetzt nicht drücken. Und Sie haben sich ja auch gewehrt, als man Ihnen vorgeworfen hat, Sie hätten die Massaker von Srebrenica geleugnet. Gott, ne? das ist ein Blödsinn zum Vergleichen. Ja. Weil wir gerade von Krötz gesprochen haben, der ist ja nun auch schon länger im Geschäft. Welche? Naja, es ist so. Das ist ein guter Ausdruck. Es ist doch ein guter Ausdruck. Welche? Ich sage auch immer, ich habe mein kleiner Handwerksbetrieb, den habe ich jetzt auch schon 45 Jahre. Ja. Und welche Schriftsteller würden Sie sagen, lesen Sie denn heute noch von den Zeitgenossen? Ja, ich möchte viele lesen. Na, ich finde immer das Klischee, dass man sagt, alles die große Literatur ist schon geschrieben, von Homer über Goethe und Friedrich Hebbel oder Adelbert Stifter und dann James Joyce und so weiter. Nein, ich möchte beides. Ich möchte beides. Ich gehe immer zurück auf die alten, frischen Alten und ich lese was auch immer, vielleicht 20, 30 neue Bücher im Jahr und manchmal lese ich die so, mein Lesen ist immer, möchte buchstabieren. Mhm. Also ich möchte so lesen, dass ich buchstabierend aufschaue, was gerade jetzt heute in der Natur oder auf der Straße der Fall ist. Und machen Sie sich dann immer noch Notizen dabei? Ja, ich mache Notizen und wenn mir ein Buch wirklich gefällt, versuche ich auch das, nicht gerade eine Kritik zu schreiben, das habe ich jetzt aufgehört, aber ich versuche das wissen zu lassen, die Freunde oder auch den Autor, versuche ich, das ist ja auch ein Grund, dass wir den Hermann-Lenz-Preis betreiben, sozusagen, wo ich in der Jury bin mit Peter Hahn, Michael Krüger und Alfred Kollerich, dass wir Autoren, die nicht gerade im Abseits sind, aber die so im Halbschatten ihre Bücher geschrieben haben oder schreiben werden, dass wir die ein bisschen versuchen, ans Licht zu rücken. Das ewige Licht gibt es eh nicht, ne? Aber ein episodisches Licht auf vielleicht nicht so im Mittelpunkt schreibende Schriftsteller zu richten. Sie haben ja Hermann Lenz regelrecht, also Sie und vielleicht auch Michael Krüger noch, aber Sie haben ja Hermann Lenz richtig bekannt gemacht. Ja, das war eine Ausnahme. Herr Banzer, das war über 30 Jahre her und damals war sozusagen noch eine Aufmerksamkeit für Entdeckungen da, also für vielleicht Übersehendes. Heute ist daraus ja fast so eine Art Methode geworden, Übersehenes zu entdecken und jede Woche wird was zu Unrecht Vergessenes wiederentdeckt und das würde ich heute sowas geschrieben haben, zu Hermann Lenz oder zu wem auch immer, zu Walter Kappacher, zu Jürgen Becker, es würde kein Gehör finden, es hätte keinen Schallraum. Seltsam, das ist traurig. Wie wichtig sind Ihnen die Freunde, weil Sie gerade zum Beispiel, Sie haben ja Nikolaus Born beim Sterben gezeichnet. Sie hatten eine Zeichnung. Ich wusste mir nicht zu helfen. Ich habe gedacht, das hilft ihm, indem ich sozusagen seine Form bewahre. Natürlich hilft es nicht. Haben Sie eigentlich jetzt ein Notizbuch dabei oder nicht? Ja. Haben immer Notizbücher dabei. So ein ganz kümmerliches. Also. Oh, das ist mit einer schönen Frau drauf.
Ah ja, das ist und Sie schreiben immer mit dem Bleistift. Seit wann schreiben Sie? Nein, mit Kugelschreiber. Was ich halt gerade habe. Und da notieren Sie sich und zeichnen. Wer hat Ihnen eigentlich das Zeichnen beigebracht? Haben Sie sich das selber beigebracht? Es sind keine Zeichnungen. Naja, aber die so Skizzen, um Fotografieren zu vermeiden. Fotografieren auch nicht. Wenn man zeichnet, bleibt man lang vor einer Sache. Und ja. man sieht die im Zeichnen das Bezeichnende einer Sache, was man beim Fotografieren eben nicht sieht. Man bleibt 2-3 Stunden und plötzlich sieht man die Krümmung oder die Verstärkung oder die das, was frei bleibt an einem Gegenstand oder an einem Menschen, das eigentlich das den Menschen und den Gegenstand ausmacht. Nur durch das Zeichnen oder das Skizzieren. Das ist ein stümperhaftes Zeug, was ich betreibe. Ich bin überhaupt kein Zeichner. Aber manchmal entdecke ich im Zeichnen was. Ja. Ja, also was ich durch Fotografie nicht entdeckt. Ich habe das im Spiegel gesehen. Also Sie haben jetzt im Januar kam der Spiegel raus, als Sie Ihre Notizbücher sind, glaube ich, in Marbach und die Manuskripte sind in Wien. Ja? Ja. Warum haben Sie das gemacht? Auf diese Frage wäre ich jetzt nicht gekommen, aber warum haben Sie es weggegeben? Ich wollte es los. Ich habe immer Angst gehabt. Ich habe doch eine große Achtung inzwischen. Was ich leider als Junge nicht hatte, habe ich viele Manuskripte einfach verloren gehen lassen. Angst des Tormanns, ich weiß nicht, wo das ist, der kurze Brief zum langen Abschied, das Frau Nissen-Manuskript, ich weiß nicht, wo all dieses Zeug geblieben ist. Und dann mit der Zeit fing es mir doch an, Leid zu tun. Und das liegt jetzt in meinem Haus herum und ich hatte wirklich Bedenken, wenn dem Haus etwas passiert. Vor allem, am meisten hänge ich an den Notizbüchern. Und ich wollte die loswerden. Ich wollte die in Sicherheit wissen. Und das war eigentlich nicht der Hauptgedanke, war nicht, die zu verkaufen, sondern nur einfach aufzubewahren. Brauchten Sie eigentlich das Geld? Oder nein. Und dann kam plötzlich, nachdem es aufbewahrt gewesen war, kam das Angebot der zwei Archive, das zu kaufen. Ja. Ach so. Und dann habe ich gedacht, naja, warum nicht? Dann haben die 50.000 Euro für den alternativen Heinrich-Heine-Preis doch nicht so geschmerzt. Sie haben das Geld ja verschenkt. Hat mir keinen Moment geschmerzt. Wie komme ich drauf? Ich war froh, dass ich das los war. Ich würde ganz gerne noch auf etwas zu sprechen kommen, was mir ganz wichtig ist. Zum Beispiel Ihre Mutter im wunschlosen Unglück. In der moravischen Nacht heißt es, ich muss da noch mal neu drüber erzählen. Das steht schon im Wunsch. Das steht schon im Wunschlosen und es wird in der moravischen Nacht erzählt. Das war natürlich ein etwas törichter Satz im Wunschlosen Unglück. Der letzte Satz, später werde ich darüber genaueres erzählen oder sagen. Ja. Genauer kann man nicht werden, als es war. Es ist nur die Fantasie irgendwie luftiger geworden, um mich zu wiederholen. Aber in der moravischen Nacht liest Ihnen Ihre Mutter die Leviten. Soll ich es mal zitieren? Auf Seite 501. Ja. Hör, Sohn, ich habe noch mehr Männer geliebt. Ich habe deinen Bruder geliebt, wenn auch auf andere Weise als dich. Niemand in der ganzen Sippe konnte so froh sein wie ich. Genug der Selbstmarter und des Marterns der anderen. Ist das jetzt sozusagen ein Kapitel, das Sie... Naja, ich hab dann eine andere Facette meiner Mutter mir vorgestellt, dass sie dem, was sie im wunschlosen Unglück ich erzählt habe, dass sie ebenso gut hätte widersprechen können. Genau. Denn sie war, so wie ich es vielleicht nicht ganz so bin, sie war eine Frohnatur. Ja, genau, das meinte ich, wenn man Fotos sieht. Und dann habe ich mir vorgestellt, warum soll ich der Einzige, den sie geliebt haben soll, gewesen sein. Den Bruder hat sie auf andere Weise geliebt. Ja. Sie fuhr ihm sogar nach, wo er gearbeitet hat, als Autobahnarbeiter oder irgendwo in Alaska. Sie fuhr ihm nach, weil sie ein großes Erbarmen hat. Liebe ist ja auch Erbarmen oder ein Grundzug der Liebe ist Erbarmen. Und meine Mutter hatte Erbarmen, leider nicht für mich, weil ich habe das Erbarmen in meinem Hochmut immer abgewehrt. Das Erbarmen für mich kommt vielleicht später mal. Aber mein Bruder hat Erbarmen angezogen. Das Erbarmen meines fast slawische Erbarmen meiner Mutter angezogen. Das ist auch eine Art Liebe. Aber Ihre Mutter war ja eine sehr schöne Frau. Also wenn man das ich habe sie nicht so gesehen, aber später sah ich dann Fotos von ihr und habe gedacht, nach ihrem Tod habe ich gedacht, ja, die war ja eigentlich schön. Ja. Aber ich habe meine Mutter selber eigentlich hat mir eher genervt, also wie sie vorhin zu eingangs
wie sie gesungen hat, zum Beispiel im Kirchenchor, in der Kirche. Ich habe immer die Stimme meiner Mutter herausgehört. Ja. Und das hat mich selber verhindert, dass ich Sänger wurde. Im Gedankenspiel. Ich habe gedacht, nein, so möchte ich nie singen. Aber Ihre Mutter wollte nicht Schauspielerin werden? Nein. Sie hat, natürlich war die slowenische Kulturvereine in Kärnten in Österreich, hatten sozusagen, um die slowenische Sprache und die slowenische Kultur zu unterstützen, haben die Laientheater gespielt. Und da hat meine Mutter als junges Mädchen Theater gespielt, ob sie, glauben nicht, was ihr Ziel also war. Ich habe mich nie getraut, wirklich sie zu fragen, was sie eigentlich wollte. Ja. Sie wollte einfach, glaube ich, einen Mann haben und Kinder. Und leider hat dieses alles viel zu früh losgelegt bei ihr. Ja. Durch den Krieg. Durch Krieg, Sie haben ja sind 42 in Griffen geboren. Mhm. Sie haben aber auch als Kind in Berlin gelebt. Ja, große Zeit. Während des Krieges war ich in Berlin und der Nachkrieg war, davon bin ich sehr beeinflusst. Haben Sie noch was, das Ruinen Berlin? Ich habe ich habe in Berlin Pankow und Berlin Niederschönhausen meines viertes und fünftes Lebensjahr verbracht. Mhm. Also nochmal auf vielleicht Ihre Mutter oder vielleicht auch über Bücher. Die kommen ja immer drin vor, die Frauen in den Büchern. Aber verwandelt, alles ist Verwandlung. Was mich doch interessieren würde als neugieriger Mensch. Nur Metamorphose Warum immer Schauspielerinnen? Jetzt fragen Sie doch nicht, wie die Spiegelleute fragen. Lassen wir es sein. Nein, das ist mein Pech. Das war halt mein Milieu. Ich hätte gerne auch eine Zahnärztin getroffen, aber das hat nie gefunkt. Ja. Auch bei Schauspielerinnen hat es vielleicht nicht gefunkt, aber ich bin halt mitgehangen. Wir reden jetzt doch nochmal über ein Buch, und zwar über die Kindergeschichte, die Sie geschrieben haben, als Amina, Ihre Tochter, mit Liebgard Schwarz in Paris in die Schule ging. Das war, ich habe allein gelebt mit dem Kind. Allein, aber die Mutter war, Sie haben allein gelebt. Ne? Sagen Sie einmal in einem Interview mit Georg Stefan Troller, Kind zu haben, allein zu erziehen, ist Knochenarbeit. Habe ich das gesagt? Ja. In dem Interview. Das Wort Knochenarbeit passt nicht zu mir. Ja, eigentlich nicht. Vielleicht hat Troller mir das. Oder vielleicht hat Troller das rein. Also da will ich mich jetzt nicht festlegen. Kann auch sein, dass Troller das so reingelegt hat. Übrigens, wie war denn Ihr Verhältnis zu Troller? Es war doch ein. Ach, sehr gut. Ich habe ihn sehr gerne. Ich mochte ihn auch sehr. Er lebt ja noch. Er ist so angenehm eitel auch. Und eitle Menschen machen einem nie Angst. Ja. Aber nochmal dann zu dem. Wie haben Sie im Nachhinein diese Zeit erlebt? Also alleinerziehender Vater mit einem das war, Kind. Das war die schönste Zeit. Man darf nie ein Superlativ. Ja. Das war eine der wirklich schönen Zeiten meines Lebens. Oder der innigen Zeiten meines Lebens. Mhm. Und diese Art von Liebe und Sorgen, Fürsorge. Nicht Sorge haben, sondern fürsorglich sein. Und das fehlt mir. Also das ist meine Natur. Ich möchte Fürsorge. Ich würde einen anderen Familiennamen, den gibt es ja nicht, Fürsorger gibt es ja nicht, aber das würde ich als Familiennamen wählen. Vielleicht wird das ja ein Held in Ihrem. Einen, der langsam heimkehrt, der heißt ja schon Sorger. Valentin Sorger. Valentin Sorger ist auch ein schöner Name. Die Vorsilbe weggelassen. Vor ein paar Tagen ist Alain Robbe-Grillet gestorben. Vorgestern. Haben Sie ihn eigentlich gekannt? Ja, ich habe ihn gekannt und das war einer der wichtigsten Schriftsteller für mich. Denn ich bin jemand, der sehr immer bedroht war oder vielleicht auch immer noch bedroht ist von einem Fall in mein Inneres hinein, dass ich mich in mein Inneres verstricke. Mhm. Und Robbe-Grillet damals, als ich Student war, als ich anfing zu schreiben, hat er mir insofern wirklich, muss man sagen, hat er mir beigestanden, um das Wort helfen zu vermeiden, indem er mir herausgeholfen hat, durch seine Art völlig nur die Außenhaut der Dinge zu beschreiben. Den Schritt einer Möwe im Sand, einen vorgezogenen Vorhang und so weiter, hat er mir herausgeholfen aus mir selber und hilft in dem Sinn, ist er mir ein Nothelfer oder auch ein
ein guter Helfer gewesen. Ja. Aber Sie haben ja in der Literatur, zum Beispiel mir, haben Sie die 19. Jahrhundert-Schriftsteller nahegebracht, Stifter. Ich hätte freiwillig nie den Spätsommer gelesen, wenn er nicht in einem Ihrer Bücher vorgekommen wäre, oder den grünen Heinrich. Aber Hanke Stolz vor allem, ja. Ja, Stifter, ja, genau. Aber ich habe dann Stifter mehr noch gelesen. Grüner Heinrich, ja. Ja, Grüner Heinrich. Und, aber Franz Kafka ist, glaube ich, einer Ihrer Liebsten. Ja, der ist auch, Franz Kafka war auch eine Instanz für mich, die jetzt ein bisschen nicht verblasst ist. Aber ich weiß nicht, wann es kommen ja all die großen Schriftsteller, es gibt doch nicht so wenige, wie man meint, haben dann ihre Zeit und treten dann in den Hintergrund und kommen dann aber wieder zurück, so wie Goethe kommt immer wieder zurück und auch Adalbert Stifter, vielleicht Gottfried Keller weniger. Gerade seltsam keine dramatischen Zustände wie Dostoevsky. Da Tolstoi eher, weil es weitflächiger, durchlässiger ist. Also diese nicht intrigenabhängigen Schriftsteller kommen immer wieder zurück. Mhm. Und auf Kafka zurückzukommen, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob ich jemals. Aber er ist in mir. Er ist in mir, er ist eine Instanz. Und diese Tiefe, diese schneidende Tiefe, wie er, wird niemand erreichen. Ja. Und könnte ich erreichen, aber die ist mir verwehrt. Warum? Auch dank Kafka. Er hat das gemacht. Ja. Ich denke immer, Kafka ist zugleich ist er himmlisch tief und zugleich ist er höllisch eng. Ja. Ja. Also das ist nicht die Zukunft. Wir müssen woanders hingehen. Wir müssen Fehler machen. Ja. Kafka hat im Grunde in seinen Sätzen kaum einen Fehler gemacht. Ja. Ich bekenne mich aber, dass es notwendig ist, als ich den kurzen Brief zum langen Abschied anfing zu schreiben, der erste Satz ging, die Jefferson Street ist eine stille Straße in Providence. Da habe ich gedacht, so kann man doch nicht mehr schreiben. Das ist doch total falsch. Und dann aber mit dem falschen Anfang bin ich sozusagen näher gekommen einer gewissen Wahrhaftigkeit. Also die meisten Schriftsteller fangen heute so richtig an, wie Journalisten auf Seite 3 der Süddeutschen Zeitung, machen sie einen Aufreißersatz und dann kommt journalistisch das Buch. Ich bin im Gegensatz, bin eher dafür, man muss falsch, die fangen alle richtig an und hören falsch auf. Ich meine, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, man soll ruhig kann man nicht falsch anfangen, aber unruhig falsch anfangen und da kommt man zu einem vielleicht doch ruhig, dramatisch, wahren Ende. So wie beim kurzen Brief zum langen Abschied hat, um das blöde Wort zu verwenden, hat es funktioniert. Und das hat bis jetzt bei der Moravischen Nacht jetzt ist es gegangen. Ich bin, wie sagt Hölderlin, ich bin mit dem Erzählen, anders als Hölderlin mit dem Gedicht, bin mit dem Erzählen ins Offene gekommen. Komm ins Offene, Freund. Ohne Offenheit kein Buch. Ohne offenes Ende, Bücher interessieren mich nicht, die ein Gefängnisende haben. Und der Melchior in der Erzählung hat nicht recht, wenn er sagt. Ja, der Melchior ist für mich. Der Melchior ist ja so eine Art Journalistendichter oder was? Ja, genau. Das ist so. Melchior ist, wie man heute sozusagen internationale Literatur verfasst. Also, das fängt so an. Ich erfinde einen Satz. Mein Vater warf mir zu Weihnachten einen Aschenbecher ans linke Ohr. Punkt. Oder so. Und dann geht es irgendwie weiter. Amerikanische Tradition. Ja. Ich kann nicht sagen, ich bin fürs klare Geheimnis. Wie die Moravische Nacht, glaube ich, habe ich das so erreicht, dass ich gar nicht gemerkt habe, ich merkte gar nicht mehr, dass ich schrieb. Ja. Ich war wach und zugleich somnambul, das ist mein ideales Verhältnis. Ich habe den Rhythmus gespürt und ich war innerlich, was ganz seltsam ist, anders als Flaubert, der seine Sätze, den Rhythmus immer ganz laut hinausschreien muss. Ich war innerlich völlig stumm. Mir hat sie nichts gerührt. Nie habe ich einen Satz stimmhaft. Es ist völlig stimmlose Erzählung, das ist mein Ideal. Aber jetzt könnte ich manchmal, habe ich alle öffentlichen Lesungen entsagt, aber bei der Moravischen Nacht, als ich mein erstes Exemplar bekam, habe ich gedacht, Mensch, das würde ich ganz gern vorlesen. Ja, ist auch schön vorzulesen, bis auf die Stelle, wo ich am Anfang gehakelt habe, aber es ist auch sehr schön. Dann habe ich auch gedacht, immer werde ich gefragt, von Unbekannten, irgendwann sind wir wieder beim Zahnarzt, der weiß irgendwie, ich bin Schriftsteller in Frankreich, was sollte ich denn lesen von Ihnen? Oder ist in einer
behandelt meine Arthrose in der Hand, die ich durch Schreiben bekommen habe. Und der sagt, was könnte ich denn lesen von? Ich wusste nie. Ich kann dir doch nicht Wunschloses Unglück empfehlen. Kurzer Brief zum langen Abschied, da onaniert er gleich am Anfang. Ist so, auch, auch nicht. Und dann Amxesthormas ist ein bisschen eine Krankheitsgeschichte. Und mein Jahr in der Niemandsbucht, das weiß nicht, nicht viel Liebe drin. Aber jetzt mit der Moravischen Nacht, denke ich, würde mich jemand jetzt fragen, irgendeiner, der von meiner Literatur nichts weiß, würde ich sagen, ja, lies die Moravische Nacht. Das ist für alle. Ja, das stimmt. Aber wenn Sie jetzt endlich kann ich sagen, lies das. Ja, wenn Sie gerade die Arthrose ansprechen, dann schreiben Sie immer auch alles mit der Hand. Ja, die Hornissen wurden aber getippt. Das erste Buch wurde getippt und jetzt alles mit der Hand, oder? Ja, das kam eben, das sind wir wieder bei meinen 3 Jahren des Unterwegsseins. Ja. Jedes Land hat ein eigenes System, wo auf der Schreibmaschine die Buchstaben stehen. Ja. Also das deutsche System, je nach der Häufigkeit der Buchstaben, ist das E da und dort. Ne? Mhm. Und wenn Sie aber nach Amerika gehen und nach Spanien, ist das E und das A, sind die ganz woanders. Und ich habe mich das dann, war sehr störend, weil ich mich dauernd vertippt habe. Und dann dazu kamen dann die Hotels, wo ich da geschrieben habe, all diese 3 Jahre. Die Hotels sind sehr schwierig geworden, denn die Geräusche, die Laute, der Lärm ist, der Radiolärm, was auch immer, der Staubsaugerlärm und was auch immer. Und dann habe ich gedacht, versuch's doch mit der Hand, geh mal ins Freie zu schreiben, was ich mir nie vorstellen konnte. Und das ging? Und das ging. Ich hatte den Bleistift, Radiergummi und ein Blatt Papier. Und der erste Satz ging vom Versuch über die Müdigkeit. Ich habe gedacht, Mensch, das ist doch schön. Ja. Das ist doch schön. Außerdem bist du an der Luft. Ja. Du kannst viel länger arbeiten. Ja. Du atmest durch, ohne extra atmen zu wollen. Du siehst den Eukalyptusbaum, du siehst Kinder, die vorbeilaufen. Die beziehst du mit ein in die Schlingen deiner Buchstaben. Ja. Du hast nicht die mechanischen Lettern. Du hast das Gefühl, dass die Kinder oder die Menschen, oder die da vorbeigehen, in die Buchstaben mit hineingewoben werden. Ja. Und das werde ich nie vergessen, meine Zeit in Linares, als ich anfing mit der Hand zu schreiben und mit dem Bleistift auch. Wenn Sie gerade von Lärm reden, wie wichtig ist denn Musik? Das ist jetzt eine sehr komische. Also 3 LPs von Wim Wenders, ein Kurzfilm. Wim Wenders, Sie standen immer an der Jukebox früher und man durfte nur die Kings wählen. Stimmt das eigentlich? Gäbe es eine Jukebox noch, die ist leider völlig unverständlicherweise eines der schönsten Dinge der Welt, ist am Aussterben. Also wo auch immer man hinkommt, gibt es die nicht mehr. Ich würde immer noch sofort hingehen. Nicht nur die Kings, ich würde halt alles, ob das, mein Gott, ob das Yardbirds oder Rolling Stones oder auch die Mamas und die Papas. Und ich will sogar Sonny und Cher drücken, aber vor allem Creedence Clearwater Revival oder alles, was es halt gibt. Ich habe ja nur 5, 6 Jahre meines Lebens habe ich fanatisch Musik gehört. Und jetzt höre ich auch immer wieder, um nicht Verräter zu werden an dem, was ich gehört habe. Und es gibt, und ich finde immer noch wieder, und das ist auch wieder, gehört zur Alterslosigkeit, dass man da frei nach Bob Dylan gerade Forever Young ist, aber für immer, dass irgendwas eine Zeit gibt, die nicht die Alterszeit ist. Lieber Peter Handke, unsere Stunde, da wir doch etwas voneinander erfahren haben, ist leider um. Mhm. Oder soll man sagen, die Stunde der wahren Verkündung? Zu verkünden habe ich überhaupt nichts. Ja. Ich habe nur zu erzählen und Prosa zu schreiben. Also trotzdem nochmal herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, Ihnen auch. Ihnen, danke. Mhm. Ihnen zu Hause herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie das ganze Gespräch nochmal sehen wollen, gehen Sie auf www.nachtstudio.de. Da haben wir eine Mediathek und da können Sie alles in Ruhe nochmal abschreiben. Aber bis zum nächsten Nachtstudio hat ein anderer das letzte Wort. Friedrich Nietzsche, er sagt, dass der Mensch sich zu wenig freut, ist die wahre Erbsünde. Und recht hat er. Oder nicht? Das trifft auf ihn selber auch zu wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, das glaubhaft ist es ja deswegen, weil er sich selber kritisiert damit. Er hätte eigentlich auch sagen können, dass ich mich zu wenig freue, ist die wahre. Ja, ja. Und dazu war er zu sehr 19. Jahrhundert. Und oder auch zu sehr eitel vielleicht. Eitelkeit, es gibt viele Arten von Eitelkeit. Es gibt auch fruchtbare Arten. Ja. Eigentlich nicht.